Guten Morgen und ein herzliches Willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben eine neue Woche. Wir haben demnach Montag, den 7.04.2014, 9.46 Uhr ganz genau. Schwache Vorgaben aus den asiatischen Märkten, aus den amerikanischen Indizes. Die haben hier weiterhin einen bärischen Druck. Damit ist unser Short-Setup im Übrigen im Nasdaq getriggert. Das nur als kleine Info vorab. Der DAX startet hier deutlich schwächer, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Heute erwarten uns nicht allzu viele nennenswerte Nachrichten. Wir haben eventuell heute nochmal die Verbraucherkredite aus den USA um 21 Uhr, aber alles in allem sind das nicht nennenswert wichtige oder marktbewegende Ereignisse, die uns heute hier die Charts durchschießen könnten. Fangen wir wie gewohnt mit Gold an. Gold hat jetzt die Möglichkeit, hier auf dem Tageschart nach dem Abpraller bei 12,78 einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Wir sehen untergeordnet hier auf dem H4-Chart schon eine Umkehrung des Marktmusters. Wir haben zumindest schon mal hier ein höheres Hoch gebildet und ein höheres Tief und kein tieferes Tief eben mehr. Jetzt besteht hier eben, wie gesagt, für Gold die Möglichkeit, angesichts dieser Unterstützung bei 12,98, spätestens hier unter dem Bereich bei 12,93, dass wir hier wieder ansteigen können. Demnach empfehlen sich heute keine Short-Positionen. Es könnte bärischer werden. Allerdings fehlt uns dazu dann auch ein tieferes Tief. Das heißt, bärischer wird es in Gold jetzt erstmal, wenn wir unter die Marke von 12,71, 12,77 fallen. Ansonsten hat er heute gute Möglichkeiten, sich zu stabilisieren. Man muss natürlich auch aufpassen, dass daraus letztendlich hier keine bärische Flagge wird. Ich zeichne das nochmal schnell ein. Aber die wird sich erst dann bestätigen, wenn wir auch hier diese bärische Flagge tatsächlich dann nach unten verlassen. Solange das nicht der Fall ist, hat Gold jetzt die Möglichkeit, kurzfristig jedenfalls ansteigen zu können. Im Euro-US-Dollar sieht die Lage momentan wie folgt aus. Wir haben hier untergeordnet immer noch ein Short-Marktmuster. Das sieht man eigentlich sehr eindrucksvoll an den tieferen Tiefs und tieferen Hochpunkten. Widerstände liegen so im Bereich von 1,3765. Das ist spätestens hier in dem Bereich, könnte es dann kritisch werden. Bis dahin hat er die Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Wirklich bullisch, muss man sagen, wird es vermutlich erst dann, wenn wir hier diese abwärts verlaufenden Trendlinien brechen, inklusive dem letzten Hoch, dann könnten eventuell Impulse entstehen. Wir haben hier nochmal, wenn wir uns das angucken, die statistische Bandbreitenberechnung, die liegt heute bei 1,3736 und 1,3756. Hier haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest einen kurzfristigen Abpraller sehen. In der übergeordneten Sicht sind wir zwar weiterhin noch long untergeordnet. Wie gesagt, sieht man auch hier den Short-Trend. Sollten wir heute bis in den Bereich von 1,3663 fallen, könnten wir auch hier noch einen kurzen Abpraller sehen. Das zum Thema statistische Bandbreite. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Australische Dollar, US-Dollar. Sehr stark, sehr interessant. Wir haben die übergeordnete Bodenbildung. Hier diese riesen SKS mit einem riesigen Kursziel. Konsolidieren aktuell auf dem H4-Chart seitwärs. Und ein Ausbruch hier konkret über die 0,93er-Marke, die könnte nochmal einen starken Impuls nach oben hier letztendlich erwirken. Ansonsten Seitwärtsphase, gute Unterstützung im Bereich von 0,9218, aber er ist immer noch als Long einzustufen. Aber gerade der Ausbruch heute hier wird sehr, sehr interessant. Dass wir heute nicht allzu viel im Euro-US-Dollar erwarten, maximal hier die 1,3770, 1,3765, das zeigt sich eigentlich ganz schön am US-Dollar Schweizer Franken. Denn da sind wir momentan sowohl gut unterstützt als auch begrenzt. Das heißt, wir haben eine gute Unterstützung bei 0,8897, der 0,89er Marke, hier diese letzten Hochs. Auf der anderen Seite haben wir aber auch hier einen starken Widerstandsbereich bei 0,8940. Das ist dieses Durchbruchstief. Das sieht man hier vielleicht sehr, sehr schön. Diese Marke hat einfach eine gewisse Relevanz hinsichtlich der Preisentwicklung. Man sieht es hier auch mit dem Durchbruch, mit dem Pullback und mit der jetzigen Reaktion. Das heißt, wirklich long ist der US-Dollar Schweizer Franken erst über 0,8950, eher sogar, wenn er die 0,8960 überwinden kann. Britisch-Pfund-Neuseeländisch Dollar habe ich mir aufgeschrieben. Wo ist er? Genau auf dem M15. Wir sind hier untergeordnet Short, testen gerade eine Unterstützung an. Was mich hier für ein Scalp interessiert, ist vor allem auf M15 dieser Durchbruch. Das ist nämlich die 0,9236. Sind wir stetig daran abgeprallt? Wir könnten uns jetzt stabilisieren, darum geht es gar nicht. Die Stabilisierung würde mich auch nicht interessieren zwangsläufig, sondern eher die untergeordnete Trendfortsetzender Durchbruch hier nach unten unter die 0,9235.
durchaus ein Basiswert, den man sich anschauen könnte. Australisch Dollar, neuseeländisch Dollar steht auch noch auf der Liste. Was steht da? Genau, wir sind hier untergeordnet in einem bullischen Marktmuster und hier gibt es zwei interessante Level. Aktuell konsolidieren wir hier seitwärts. Und ja, seitwärts Konsolidierungsphase kann man sicherlich traden. Übergeordnet gibt es hier zwei schöne Ausbruchslevel. Das ist einmal hier die Marke von 108,31, 108,32 und einmal hier unten im Bereich der 107,40. Bisschen breitere Zone. Aktuell können wir uns vielleicht hier heute noch stabilisieren. Kleiner Scalp ist möglich. Das ist so im Prinzip der Kampf der Rohstoffwährung, der australische Dollar gegen den neuseeländischen Dollar, also Rohstoffwährung gegen Rohstoffwährung. Gute Unterstützung hier bei den genannten Pfeilen und ansonsten heute seitwärts gerichtet. Gut, kommen wir zu den Aktienindizes. Da ist Druck drauf. Also, der DAX scheitert hier vorerst, muss man sagen, vorerst an dieser wichtigen Trendlinie. Wir hatten ja gesagt, erst hier der Ausbruch würde neuen Impuls bringen. Jetzt könnte die Korrektur stattfinden. 9.400 Punkte. Wir sehen schon, wie er stark nachgibt. Eine gute Unterstützung heute. Spätestens da sollte die Korrektur enden. 9.486 Punkte bis maximal 9.437 Punkte. Viele haben gefragt, wo sind denn die nächsten Unterstützungen nach unten hin? Darauf will ich natürlich kurzfristig eingehen. Wir haben hier maßgeblich zwei wichtige Unterstützungen. Das ist einmal hier die 9.490er Marke, ja, so um den Dreh. 9.440 und 9.370. Und als Widerstand hier oben ganz klar die 9.732er Marke. Und in diesen Zonen sollten wir uns eigentlich heute aufhalten. Je stärker wir hier nach unten in diesen Bereich kommen, desto interessanter wird es im Prinzip für den Long-Einstieg. Und erst wenn er hier die 9.732-Punkte-Marke nach oben aushebelt, sollte es hier bullisch gehen. Das heißt, das sind so im Prinzip die wichtigen Marken für den heutigen Tag. Der Nasdaq ist durchgebrochen. Da ist Druck drauf auf den Tech, Amazon, Facebook. Die sind alle ziemlich stark abverkauft worden, nur so nebenbei. Und das ist momentan hier kein gutes Zeichen, dass wir hier durchbrechen. Damit könnte die Korrekturausweitung sich bis auf 3.422 Punkten ja, belaufen. Auf jeden Fall sind wir jetzt untergeordnet hier viel zu stark short, um hier die Long-Position erstmal zu spielen. Deswegen hat der DAX auch noch weiterhin Potenzial nach unten. Wenn wir uns den Dow Jones angucken, allerdings, da sieht das Bild ein bisschen differenzierter aus. Der kommt nämlich jetzt hier kurzfristig an eine interessante Unterstützungslinie. 16.360 Punkte, kurzfristige Unterstützung. Allerdings vermutlich hier vielleicht sogar ein Gap Close bei heute 16.310 Punkten und dann eventuell ein Long Impuls. Aber der Nasdaq ist wesentlich schwächer jetzt als die größeren Indizes. Wenn wir uns mal den S&P angucken, auch hier Druck auf der Situation. Gute Unterstützung im Bereich von 18,50. Soweit würde ich ihm im Prinzip noch Platz geben, bevor ich nach einer untergeordneten Bodenbildung Ausschau halte. Einige letzte Worte noch zum DAX. Da liegen die statistischen Bandbreiten, wo haben wir es? Liegen heute im Bereich von 9.650. Das ist so die obere Begrenzung. Da kann man eventuell einen kurzen Short-Scalp probieren. Ansonsten wären gute Unterstützung noch bei 9.570 und 9.540 Punkten. Hier als kurzfristige Unterstützung hinsichtlich der statistischen Auswertung, dass an diesen Zonen hier in dem Bereich es zu kurzfristigen Abprallern kommen könnte. Das war's von meiner Stelle aus. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg, bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage wie immer gute Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.